Ja, es ist halt nicht unanstrengend für sie, es ist halt der pure Stress, aber ich muss und will sie überall mit hinnehmen. Ja, und ich weiß halt auch nicht mit der Gesundheit, ob das da so förderlich ist, weil der Adrenalinspiegel halt auch wahrscheinlich hochsteigt und das halt wirklich viel, viel Stress für sie bedeutet. So, hier haben wir die heiße Rolle, die legen wir auf die Muskulatur. So, dann fangen wir an mit den Knetungen. Blei wirkte schon auf mich sehr gestresst, als sie kam. Aber mit den ganzen Anwendungen hat man schon gemerkt, sie wird von Mal zu Mal ruhiger. Und zum Schluss war sie wirklich völlig entspannt. So, hier haben wir die heiße Rolle, die legen wir auf die Muskulatur, damit sich diese erwärmt. Eine erkaltete Muskulatur ist nicht so gut bei Hundemassage oder Dorntherapie. Eine Seite, das Ganze müssen wir auf der anderen Seite nachher auch machen. So, dann fangen wir an mit den Knetungen. Die nennen sich so, das sieht man nachher bei den Handgriffen. Man nimmt sich hier oben ein Stück Fell mit Haut und Gewebe, zieht es etwas hoch, aber nie kräftig, also so, dass es dem Hund nicht wehtut, also immer nur sanft. Das, was man jetzt in den Händen hält, führt man fort über die Wirbelsäule und nimmt sich immer Stück für Stück und knetet an der Wirbelsäule entlang bis ganz unten. Und wenn ihr etwas fester drauf drückt, merkt ihr den Muskel, der da unten drunter und oben drüber liegt. Und den rollt ihr praktisch hin und her. Das dient zur Auflockerung und Entspannung. Ihr legt die eine Handfläche auf die Unterseite des Oberschenkels und die andere auf die Oberseite. Ja, jetzt wirst du müde, ne? Ich denke, er ist jetzt entspannter und das hat ihm gut getan.
Vom Allgemeinbefinden her. Aufgedreht, ja genau. Also mein Hund war vorher aufgedreht und ich denke, er ist jetzt entspannter, ruhiger. Sehr gut, es war unheimlich schön. Würde ich jederzeit wieder tun. Ja, ich glaube, sie selber war auch erstmal ein bisschen überrascht gewesen, was halt da an ihr passiert. Aber so mit der Zeit hat sie sich doch ganz gut entspannt und ich glaube, es hat ihr auch ganz gut getan. Ja, also ich war schon ziemlich skeptisch, weil die Fly ja doch auch sehr aufgedreht und aufgewühlt war durch den Gang durch die Stadt. Aber ich muss gestehen, ich glaube, das hat ihr ganz gut getan. Und also ich werde in Zukunft doch regelmäßig versuchen, hierher zu kommen und das auch zu Hause auf jeden Fall anzuwenden. Also Fly wirkte schon auf mich sehr gestresst, als sie kam. Und am Anfang war es auch für sie natürlich sehr ungewohnt. Das ist auch das erste Mal für sie gewesen. Und sie war auch sehr unruhig in dem Moment. Aber von Mal zu Mal mit den ganzen Übungen, mit den ganzen Anwendungen hat man schon gemerkt, sie wird von Mal zu Mal ruhiger. Und zum Schluss war sie wirklich völlig entspannt. Also es ist ein absolutes Erfolgserlebnis, wenn man dann auch sieht, dass es wirklich hilft und was gebracht hat und dass der Hund zufrieden und entspannt einfach hier rausgeht. Also das war das Ziel und das haben wir erreicht und das ist ein wirklich tolles Gefühl. Nee, also sie sind doch sehr skeptisch. Als wir angefangen haben, vor 4 Jahren wurde das Ganze sowieso nur belächelt. Hundemassage, ja, bald laufen sie auch mit Regenschirm durch die Gegend, die Hunde, ja, also es war dann schon so ein bisschen. Aber dann kam erst der eine, dann der andere, dann haben auch die Tierärzte auch mittlerweile das Einsehen und schicken schon mal hier und da jemanden vorbei. Ist natürlich die Mundpropaganda, die dann da mitwirkt. Und mittlerweile ist es so, also jetzt wenigstens hier im Umkreis, dass es wirklich angenommen wird und es wird auch immer mehr. Also es wurde anfangs doch sehr belächelt hier in der Gegend und es wurde immer so abgetan, naja, Hundemassage, was soll es denn noch sonst geben für einen Hund? Und bald tragen die Hunde Regenschirme und so weiter. Aber dann kam schon mal hier und da ein Tierarzt, der gesagt hat, hier, bei Arthrose wäre ganz gut, Hundemassage, probiert's mal. Und dann hat sich wenigstens hier in der Gegend schon mal so ein bisschen rumgesprochen, auch bei den Tierärzten, und es kommt auch immer mehr an. Und das gibt dann doch Genugtuung. Also es hilft, wir wissen, es hilft, es bringt was und wir sind wirklich zufrieden. Und bitte. Fly, komm mal hier, mein Schatz. Komm hier. Fly, guck mal hier, mein Schatz. Wo ist mein Mädchen? Okay, bitteschön. Thank you.